No! No! Alright, ihr Lieben, let's go. Nach einem erfolgreichen Start in Monaco geht es nun weiter. Ah, die Abkürzung der Strecken, die drei Buchstaben. Muss ich mir mal angucken von jeder Strecke. Zum Beispiel Singapur SGP, weil das nutze ich für meine Tabelle auch. Egal, nach einem erfolgreichen Anfang geht's jetzt nach Frankreich. Wir haben just für Frankreich Alpine überholt in der Entwicklung. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Und jetzt haben wir nochmal 1622 Punkte. Wir haben nichts in der Aerodynamikabteilung, was aktuell entwickelt wird. Und wir könnten ein großes und ein kleines Upgrade bis Budapest fertig bekommen. Vielleicht sogar, ja, ein großes, aber da bin ich genug Punkte für. Ah, ärgerlich. Vielleicht geht was beim Motor. Nö, 1148. Ja, gut, Fuel Efficiency könnten wir theoretisch machen. Sowohl ein kleines als auch ein großes. Wir machen natürlich dann jetzt die Aerodynamik weiter. So, weiter. Das geht halt gut voran, ne? Dann haben wir hier nochmal so ein paar Teile für die allgemeine Zuverlässigkeit. Da geht es jetzt bei vielen Sachen sehr, sehr gut voran. 144 Bits wollte ich fast sagen. 144 Ressourcenpunkte kostet das eine, 150 das andere. Das ist alles super, super, super cheap. Ich würde fast sagen, in Electrical Systems ist das Wichtigere, das deutlich Wichtigere. So, und damit springen wir tatsächlich ins Qualifying. Mit Rivalen Fernando Alonso und Regen in Quali und Rennen. Alrighty, Lieben, gucken wir mal, wie der erste Run läuft. Ich habe jetzt ein bisschen Sprit mitgenommen, damit wir zwei Runs hintereinander machen können. Denn Regen soll sehr, sehr schnell schon kommen. Okay. Da gucken wir mal, wie es hier weiterläuft. Ja, langsamer als Giovinazzi, aber was willst du da machen? Lando Norris ist gerade langsamer gefahren als ich und Sepp kommt auch noch ins nächste Qualifying und damit sind wir in Q2 drin und auf 1000 sogar noch vor Sepp. War aber noch nicht mal knapp. Nice, ab ins Q2. Aber die sind halt einfach viel schneller als ich, das ist halt schwierig. Mal gucken trotzdem, was geht. P14 immerhin. No! No! Oh! Okay, die Reifen sind komplett hinüber. Alright, gucken wir mal, was die Strats sind. Ich glaube, Soft, Soft, Inter, Regen vielleicht und Soft möglicherweise. Wir werden 54 Runden Sprit mitnehmen. Ich glaube, das sollte eigentlich reichen. Und was ich mit dem Flügel mache, weiß ich noch nicht so recht. Sobald ich ein bisschen hochgehe, blockieren die Reifen, aber gerade eben im Regen hat es so oder so blockiert. Ich probiere mal einfach auf 6-7 zu starten. Alrighty, Lieben, let's go! Ab geht's. Ich habe zwei Sachen geändert jetzt. Punkt 1, technische Defekte auf Low gesetzt, die Häufigkeit. Nicht die Auswirkung, aber die Häufigkeit, weil es mir ein bisschen zu oft passiert ist. Und ich habe das Damage-Modell reduziert. Jetzt gemacht, auf das alte Damage-Modell von dem Vorgängerspiel, weil ich es ein bisschen anstrengend finde, dass Jeff dir nicht sagt,
wann was kaputt geht und was kaputt ist und ob was kaputt ist und du dann die ganze Zeit am Grübeln bist und das killt ehrlich gesagt meine Laune. Und damit die gut ist, fahren wir hier ein hoffentlich gutes Rennen. Let's go. Oh oh. Das Lenkrad ist gerade super leicht. Brauchen wir Force Feedback. Hallo Antonio, der hat gerade rüber geguckt zu Lando. Ja, fühlt sich nice an. Als kleine Info für die Leute, die das VOD gucken. Wir haben im Livestream gerade mal die ersten 20 Runden absolviert, dieses Rennens. Mit dem Standard-Schadensmodell. Bis ich mich dazu entschlossen habe, Dave im Ungewissen darüber, ob das Auto Unterbodenschaden hat oder nicht, und Jeff klärt ihn nicht darüber auf, ist ein bisschen doof. Lass uns mal das alte Schadensmodell auspacken und mal gucken. Dave ist quick. Ob es am Damage liegt oder ob ich einfach sehr langsam bin. Im Prinzip, wenn ich sehr langsam bin, dann bringt mir der Neustart nichts. Weil, ey, ist halt so. Da bin ich halt langsam. Wenn es aber das Schadensmodell ist und Jeff teilt dir nichts mit, dann wissen wir halt, wo das Problem liegt. Und jetzt bin ich mal gespannt drauf, wie es läuft. Und aktuell läuft es gefühlt deutlich besser. Ich will die Leute nur darüber schon mal aufklären, damit die halt auch Bescheid wissen, nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich da irgendwas Grobes verheimlichen will oder so. So, rein. Wir sind dran an Massa. 13 und 14. Fast volles ERS. Nice. Keep pushing. Okay, ich bin gerade ein bisschen langsam geworden. Lando, zieh vorbei. Er kann uns hier hoffentlich wieder zurück zu Felipe bringen. So, mal gucken, ob ich jetzt an dem dranbleiben kann. Es ging vorhin in dem Versuch nicht. Copy. Ja, ich habe halt absolut kein Problem damit, wenn es Unterbodenschaden gibt. Aber wie gesagt, das Spiel muss es einem auch, finde ich, kommunizieren, woher der kommt und wie schwerwiegend das Problem ist und dass es überhaupt da ist. Und Norris zieht vorbei an Felipe. Und ich muss mein Bestes geben, jetzt auch schnell an Felipe vorbeizukommen, denn Felipe konnte nicht mit Esteban mithalten. Oh mein Gott, ich dachte, Massa zieht da komplett zu. Uiuiui. So, ciao Felipe. Hat's mir leider ein bisschen schwer gemacht gerade. Mal gucken, ob wir die Lücke zu Norris und Ocon schließen können. Und ja, genau, sende genau da.
Genau so ein Überholmanöver habe ich mir von dir gewünscht, Philipp. Gegen deinen eigenen Teamkollegen, gegen den du in der letzten Runde noch so hart an der Stelle dicht gemacht hast. Eieieiei. Unbelievable. Okay, Massa bleibt draußen. So, zieh vorbei, Kumpel. Was ist mit Philippe los? Minjung, fahr mal noch richtig. Was ist komplett verlernt in der Formel E oder was? Alter! Philippe! Er guckt sich hier gerade richtig ein zusammen. So, Box. Let's go. Mal gucken, ob die Medium-Reifen besser funktionieren. In meiner Erinnerung ist es definitiv so gewesen. Let's go. Schön, dass ihr dabei seid. So. Wobei ein Philippe Massa, der jetzt auch an der Box war. Auch auf Medium. Oha. Huch, wo kommt der Gasly plötzlich vor mir her? Huh? Gasly hat Probleme. Er lässt sich ja einfach nur gerade langsam. Ey, was ist denn mit dem los? Hat er Flügelschaden? Gasly ist sich, glaube ich, den Flügel kaputt gefahren. Mal gucken, ob wir hier einen Undercut machen können. Okay, Philippe zieht hier vorbei. Bitte ohne Verbremser, Digi. Verteidige dich doch nicht. Lass mich hier vorbei und ich lasse dich auf Startziel vorbei. Philippe, wir können da richtig gut nach vorne kommen. Esteban Ocon kann nichts. Der wird nie ein Rennen gewinnen. Okay, er hat heute ein Rennen gewonnen. Ja, okay, egal. Nee, aber bleib doch dran und dann gehen wir gemeinsam nach vorne. Auf geht's. Warum versuchst du sowas an Dives durchzuziehen, Philippe? Egal, mal gucken, wenn ich komplett ohne Gegenwehr auf Startziel fahre, ob wir dann wirklich ein bisschen näher rankommen an Ocon. Weil wenn ich zuverlässig an Philippe vorbeikomme und zuverlässig ihn wieder vorbeilasse, dann könnte das funktionieren. Let's go. Welche Gerade ist denn eigentlich länger? Weiß es gerade vielleicht einer im Chat, welche Gerade ist länger? Die Startziel oder... Aber er kommt hier ja nicht ganz zuverlässig vorbei, er bremst mich ja immer ein bisschen aus. Dann lasse ich ihn mal auf der nächsten DRS-Geraden vorbei. So, das sieht doch ganz gut aus. So, da haben wir jetzt keine Zeit liegen lassen, aber insgesamt ist es natürlich trotzdem ein bisschen suboptimal, weil ich schon so ein bisschen gegen Ocon... Also ich nutze mein ERS halt falsch, in Anführungszeichen. Nicht Rundenzeiten optimiert.
Okay, jetzt ist Massa dran. Kannst du vorbeiziehen ohne Zeitverlust? Ich glaube, ja. Jawohl. Sehr schön. Das sah sehr schick aus. Okay, ich muss einfach nur nach links fahren, dann verbremst er sich auch nicht. Hoffentlich ist das die Regel. Okay, das waren sehr komische Exceeded Track Limits. Ich bin zwar neben der Strecke gewesen, aber Zeitgewinn gab es da definitiv nicht. So, hallo Philippe. Okay, wir haben ein bisschen die Batterie geladen. Let's push. Valtteri Bottas ist an der Box verharrte? Hä? Okay. Das ist eine Strategie, die ich nicht empfohlen hätte. Und fängt an zu regnen. Und Valtteri Bottas direkt vor uns. Können wir da ein bisschen aufholen? Ich versuch's. Einfach ins DRS-Fenster kommen. Wobei, wenn er aus der Box kommt, dann hat er eigentlich immer eine recht volle Batterie. Batterie Wolters. Das war die ACC-Linie, wo du... Also jetzt nicht am Apex, aber wie weit du extenden darfst. Ich hab was... anderes gerade beachtet. Okay, es wird gerade sehr untersteuernd. Ja, doch, ich sehe schon einen Grund reinzukommen. Ich gehe schon mal rein. Mal gucken, was hier geht. Auf Intermediates. Mal schauen, was möglich ist. Eieieiei. Hat sich gerade sehr untersteuernd die letzten Kurven angefühlt. Ich hoffe, dass es ein richtiger Call jetzt war. Ja, auch blöd, das Gegenteil zu hoffen, aber mal schauen. Ein aktuell können wir fast nur gewinnen. Ferrari, McLaren und Aston Martin sind zu schnell Stand jetzt für uns. Müssen wir ein bisschen was riskieren. Okay, vielleicht noch ein Ticken zu früh. Der Reifen vorne links ist komplett überhitzt. Das war keine gute Entscheidung. Oh no. Mindestens eine volle Runde zu früh. Also come on, das sieht so nass aus. Stand jetzt müsste ich eine Sekunde pro Runde gut machen. Wenn man rein nach der Optik der Strecke geht. Und die kommen auch alle rein. Okay, jetzt sind wir auch tatsächlich auf dem schnelleren Reifen. Leider hat es aber sehr, sehr viel gekostet gerade. Okay, hier ist es trotzdem unangenehm mit dem Verbremsen. Ja, ich biege hier gerade auf die Startziel ab und... Philippe Massa ist schon raus in der zweiten Kurve, dritten Kurve gleich. Ja, das hat definitiv sehr viel Zeit gekostet. Mazepin noch auf Soft unterwegs, das kostet auch jetzt noch sehr viel Zeit noch. Aber ja, das ist natürlich jetzt bitter, aber man muss es halt riskieren, wenn man die ersten Punkte hier in Frankreich dann noch will. Weil ich hätte hier nicht dieses... Weight Game machen können. Also klar, hätte ich schon machen können. Aber ich hole dann halt kaum was auf, ne? Wenn ich halt perfekte Zeitpunkt getroffen hätte und alle anderen gehen anderthalb, zwei Runden später erst rein, dann ist es halt der Big Win.
So ist es halt von 0 auf 0 Punkte. Sehr viel schlechtere Position für mich jetzt. Viel Zeit verloren, aber es tut halt nicht weh. Russell. Könnten wir jetzt holen. Let's go. Ja, die Bremsen. Okay. Mal gucken, was wir jetzt zur Zeit im Vergleich zu Massa fahren. Was fährt er? Okay, 40,9. Oh lol, guckt mal, da ist jetzt ein Red Bull raus. Da ist ein Red Bull raus. Perez müsste sein. Oh, das ist wirklich ein Schaden. Kommt bitte Safety Car. Oh nein! Oh Gott, wow. Ach man, das war gerade so ein Bait vom Spiel. Es ist... Oh, warum? Das ist gemein. Das ist belastend. Ja, gut. Okay, let's go. Yuki Tsunoda. Wir holen ihn ein. Sorry, mate. Okay, Jeff feiert's. Da müsst ihr es auch cool finden, Leute. Jeff ist cool. Der ist Opinion Leader hier. Okay, es gibt eine neue Strategieoption. Wahrscheinlich Trockenreifen. Ja. Understood. Copy that. Okay, die Frage ist, was machen wir, weil... Tsunoda wird jetzt überrundet. Soll ich jetzt an die Box gehen und mir Reifen holen? Es tut halt kein anderer. Aber damit könnte ich mir die Fastest Lap sichern oder so. Das wäre voll lustig. Wir fahren alle weiter. Ach komm, wir haben nichts zu verlieren. Auf geht's. Rein mit dem Softreifen nochmal für 5 Runden hier. Und dann, ja. Können wir mal gucken, was wir hier machen. Vor den Lulz machen wir das jetzt, so. Oh, und da fährt sogar ein Alfa Romeo. Kimi Räikkönen fährt rein. Ja, das sind die Leute, die halt komplett verzweifelt sind und keine Punktehoffnung mehr haben. Alright, mal gucken, ob wir jetzt aufholen. Ich meine, wir können ja ein bisschen rumtesten, ne? What? Verstappen und Hamilton auch? Also ich schätze mal, es sind Verstappen und Hamilton da ganz vorne. Oh. Alter, ich habe halt richtig gut Zeit gemacht hier. Okay. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir den Unterschied sehen zwischen Leute bleiben draußen auf Intermediates und Leute gehen für Softs rein, aber... Das wird ein sehr einfacher Sieg gegenüber Tsunoda und jetzt gucken wir nochmal, ob wir da in Richtung Massa und Giovinazzi noch ein bisschen Spaß haben können. Ah, reicht noch nicht ganz, aber so 5 Sekunden etwa haben wir die Lücke zugemacht. Ja, Verstappen wird mich eh dann überrunden dort. Komm, ich mach Platz. Das ist halt sonst kompletter Unfug, ne? Und Verstappen und Hamilton tatsächlich. Ja, immerhin, ich habe das Gefühl, das Balancing wurde mit Patch 1,05 verbessert und tatsächlich...
Leute, ich habe Verstappen aufgehalten und er hat die schnellste Runde geholt. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht beeinflusst habe, ne? Aber ansonsten haben wir Felipe Massa noch gesehen, der an Giovinazzi vorbei ist. Okay, Felipe Massa ist tatsächlich vor Giovinazzi geblieben und die 3-Sekunden-Strafe hat sich nicht ausgewirkt. Wir sind weiterhin vor Yuki Tsunoda. Das ist super. Ja, Valtteri Bottas hat sich am Ende sogar noch mal ein bisschen vorgekämpft, dadurch, dass es jetzt auf Trockenreifen ging. Das hat ihm zumindest gut getan und natürlich fallen wir in der Fahrerwertung jetzt stark nach unten. Ja, Ricardo, Vettel und Sainz gehen da vorbei und in der Teamwertung war es ja eigentlich klar, dass wir P4 war es, glaube ich, nicht halten können. Und ja, dass wir jetzt auf P6 abgerutscht sind, ist okay. Wir sind vor Alpine, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Williams und Haas. Das sind 5 Teams, die wir aktuell hinter uns halten. Und ja, mal gucken. Es ist, ich sag mal so, das unambitionierte Ziel wäre zu sagen, wir wollen Alpine besiegen. Das ambitionierte Ziel wäre zu sagen, wir wollen Aston Martin besiegen. Mal schauen, was wir davon hinbekommen. Ja, in diesem Duell der Rivalität haben wir leider keine großen Punkte gemacht. 8-10 Rückstand. Wir haben weder unseren Rivalen besiegt noch 5 Punkte geholt. Ja, das ist bei den Sponsorenzielen natürlich ein bisschen schmerzhaft. Aber wir bekommen immerhin gute Weekly-Boni. Und solange wir nur 10 Rennen in der Saison haben, sind die halt wichtiger. So, auch hier können wir wieder alle Events mitnehmen. Ja, die Moral senken wäre schon schwierig, weil dann scheitern die Upgrades mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Ah, wir haben bald Aerodynamik Stufe 3, ne? Ja, sehr gut. Dann machen wir hier Resource Point Generation 3. Dann sind wir hier bei 14 Millionen, also 12 Millionen brauchen wir fürs nächste. Weiter, 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 weiter. Ja, noch haben wir nicht so super viel dazu bekommen. 700 Ressourcenpunkte, damit könnte man doch was anfangen, oder? Ba, 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 bam. Nö? Ja gut, bei Durability. Für 30.000 nehme ich die 187 extra Ressourcenpunkte gerne mit. Die 187 extra Ressourcenpunkte nehmen wir mit. Ah, ärgerlich. Ich wollte gerade schauen. Oh, Aerodynamic Spec 3 tatsächlich. Cool. Ah, Rotor Speed. Bis Ungarn trotzdem noch fertig. Das ist cool. 753 Punkte noch. Ja, müssen wir beim nächsten Mal machen. Oh, und wir haben tatsächlich ein Aero-Upgrade gerade noch bekommen. 1000 Punkte. Jetzt kann ich aber sicherlich was machen. Aha. Okay, 1350 für jedes Aero-Teil. Mindestens schon mal. Das ist ein... Ist das ein Ultimativ? Drag Read. Oh, bis Monster wäre das so gut. Oh, bis Monster wäre das super. So, General Wear vom Motorhersteller. Boah, wir nehmen die Ressourcenpunkte. 562 ist super. Oh, nächstes Aero-Upgrade. So, dann machen wir das hier noch. Okay. Boah, 65% Chance zum Scheitern. Ändert sich das eigentlich retrospektiv, wenn ich im Nachhinein die Moral steigere? Also das ist dann, wenn es bis Monza, sagen wir, eine Moral von, keine Ahnung, 100% ist, also die höchste Moral. Ich lese gerade im Chat, nein. Das ist belastend. Nee, das Experience behalten wir bei Massa. Moment mal, ich muss eine Sache nochmal kurz nachchecken zum Research und Development. Okay, passt mal auf. Das canceln wir. Aber das ist Drag Reduction. Das bräuchten wir halt schon. Vielleicht sogar für Sochi, ne? Downforce ist halt nicht so wichtig für Monza und Belgien. Ah.
Naja, das ist aber trotzdem dann bis Monster fertig. Deswegen machen wir das mal. Oder wir verlagern die Prioritäten. Und machen einen Monster-Motor in Monster. Ah, Spriteffizienz geht leider dann nicht. So, dann brauchen wir noch 190 weitere Punkte. Die haben wir jetzt. Sehr schön. Und die können wir da schön rein investieren. So. Ja, ich mach mal Rear Downforce. Ich glaube, Rear Downforce ist wichtiger. Und das ist sogar auch noch bis Monster fertig. Oder, ja doch, Fuel Efficiency geht nicht, leider. So, Rotor Speed. Und wir sind vorbei an Ferrari. Also zumindest sind wir vorbei an Ferrari, wenn man rein davon ausgeht, was die Balken aussagen. Weil zumindest in Paul Ricard, und ich würde sagen, nehmen wir mal nicht mich als Referenzpunkt, aber Felipe Massa, da hat Felipe Massa nicht so wirklich performt. Der hat immerhin ein 86er Rating. Das ist jetzt nicht das höchste. Aber ich meine... Ja, okay, es ist wirklich nicht so enorm hoch. Aber wir waren dann, glaube ich, nicht so weit weg von Ferrari oder so. Oder Lance Stroll. Lance Stroll hat ein 83er Rating oder auch Ocon ein 83er Rating. Wir haben einen besseren Fahrer als Ocon, so was die Ratings angeht. Wir haben ein besseres Auto als Alpine gehabt und trotzdem waren wir hinter Ocon und Alpine mit beiden Autos. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Eine Sache, die ich auf jeden Fall auch noch machen werde, ist Social Media und Co., was diese ganzen Perks angeht, die machen wir hoch. Das finde ich immer gut. Und das nächste ist, glaube ich, ab Stufe, ja, 15. Ab Stufe 15. Ja, beim nächsten Mal geht es da weiter mit dem Ungarn-GP. Oh. Ja, ich kann mir vorstellen, dieses Jahr beim Ungarn-GP gewinnt Esteban Ocon. Dann ist die Frage, wie es bei Sebastian Vettel ausschaut mit dem Sprit. Vielleicht wird der Zweite vielleicht auch disqualifiziert. Das weiß man jetzt gerade halt noch nicht. Also ich schaue gerade so ein bisschen in die Zukunft. Aber ich glaube, er wird als Zweiter über die Linie fahren. Dahinter dann Hamilton, der kommt kurz vorher noch an Sainz und Alonso vorbei. Dahinter Pierre Gasly, der sich die schnellste Runde geholt hat, vor Yuki Tsunoda, Latifi, Russell, Verstappen. Ich glaube, dahinter dann... Oh, jetzt wird es schwer. Raikkonen vor Ricciardo? Schumacher und Giovinazzi. Und ich glaube, durch eine Unsafe Release von Kimi Raikkonen wird Mazepin quasi rausgecrashed. Bottas und Norris verbremsen sich und es gibt Regen vor dem Rennen, aber nicht im Rennen. Ich glaube, das ist meine Prediction für dieses Rennen. Mal gucken. Also für das reale Rennen. Das hat natürlich noch nicht stattgefunden. Doch, hat's schon. Damit ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, dann gerne ein Abo raus. Aber beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.